Und dann kommst du wieder zurück. Da kommen noch mehr Türen hin. Da haben wir noch mehr Glas. Das ist ja schön. Und das Ding gibt wirklich nur ein Brot. Das ist echt traurig. Das Brot kommt übrigens dahin. Dafür gibt das Brot aber auch nicht schlecht Sättigung. Das ist natürlich die andere Geschichte, die wir berücksichtigen müssen. Ja. Das mache ich vielleicht dann, wenn ich bei einer Stunde Aufnahme bin. Dann schauen wir uns mal an, was das für ein Ding ist. So. Ich muss jetzt auf jeden Fall was essen. Und ich esse jetzt noch einen Apfel und noch einen Apfel und noch einen Apfel und dann erstmal vielleicht noch ein Brot. Und dann sind wir erstmal wieder gut bedient. Und fragen uns natürlich, wie wir jetzt weitermachen. Also, an und für sich haben wir jetzt wieder massenhaft Glas. Das heißt, wir können hier oben im Prinzip. Wir können natürlich auch sagen. Zack und zack. Wir machen hier sowas. So. Zack. 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 Aha. Zack. Zack. So. Sind wir erstmal zufrieden mit dem Spaß? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann ist es hier alles ein bisschen offener. Und zack, zack und zack. Dann haben wir hier jetzt nicht unbedingt. Was passiert denn, wenn ich dich jetzt wegmache? Ich meine, klar, dann ist da unten ein ganzer Block weg, aber den kann ich. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Möchte ich jetzt allerdings auch gar nicht. Also setzen wir den Block wieder rein. Die Überlegung war quasi, wenn ich da nur einen halben reinsetze. Ach komm, das probieren wir jetzt aus. Die Überlegung war quasi, ob das Ding nicht dann auch sich nach unten zieht. Also quasi folgendes. Zack, zack, zack. Haben wir ein paar Schlabbel. Setze ich da einen rein. Hau ich dich wieder weg. Nehme ich dich und knall dich hier hin. Nee, okay, da geht gar nichts. Gut, dann hau ich dich da wieder rein. Na? Ach, das geht jetzt nicht, weil da ein Ding drauf ist, hä? Offenbar. Gut, dann hau ich dich jetzt hier wieder rein. So. Okay. Okay. Ich denke, das machen wir jetzt einfach erstmal. Bam, bam, dass wir innen hier quasi sagen, überall sind erstmal diese halben Glaswände. Zumindest überall, wo es innen ist. Zack. Hier sind wir ja noch auf einem anderen Niveau. Im Endeffekt. So. Zack, zack. 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 Zack, zack. Zack. Und zack. Zack. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Und zack. So ist natürlich immer noch die Frage, wie sinnvoll das ist, hier nur Glaswände reinzuziehen. So von wegen,
Das kann man machen, wenn man alleine wohnt. Oder wenn man mit Leuten zusammen wohnt, mit denen man eben absolut intim ist und da auch keine Privatsphäre braucht. Zack. Dann kann man sowas machen. Ansonsten ist es eher ein bisschen, naja, grenzwertig, sage ich mal. Aber ich kann mich hier ja einfach austoben und ich wohne ja eh allein hier. Insofern ist ja alles gut. So, das hier sind die Außenwände. Das heißt, hier werde ich jetzt natürlich wieder reguläres Glas reinhauen. Zack, 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 zack. Genau. Dann brauche ich hier auf jeden Fall noch ein Slabbel drauf. Eine Fliese. Und hier auch. Hier machen wir wieder den gleichen Spaß. Zack, 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 zack und zack. Runter, 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 runter. So. Und dann müsste ich in meinem Inventar mal schnell wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier noch eine. So. 1, 2. Haben wir wieder zwei Türen. Wie gesagt, von außen. Türen außen. Zack. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Und zack und zack. Kann ich eigentlich, wenn ich zu nah dran stehe? Nein. Okay, die Tür geht auf jeden Fall immer auf. Das heißt, ich muss mir da keine Sorgen machen. Und dann wäre quasi der nächste Stock. Da habe ich nämlich jetzt auch eine Idee, eine kleine, wie ich das machen könnte. So, dafür setze ich hier erstmal einen Block hin. Dann kann ich hier wieder ein Slappy draufsetzen. So. Und hier den nächsten hinknallen. Dann haben wir hier quasi die Treppe, die hier so hoch geht. Und kann hier einen Block hin und da einen Block hin. Tack, tack. Und dann geht es halt im Prinzip immer so weiter. Tack, tack. Ihr kommt beide runter. Ihr kommt natürlich auf das Glas. Zack, 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 zack. Da, 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 da. Da. Du kommst jetzt erstmal weg. Du kommst jetzt erstmal weg. Das ist eine Falltür, die will ich eigentlich gar nicht. Ich will ja Fliesen. So. 12. Ihr werdet erstmal hier gestapelt. So, zack, die Hälfte. Zack, die Hälfte. Fluff, fluff, fluff. Tack, 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 tack. Ob das reicht, weiß ich nicht, aber ich versuche es erstmal damit auszukommen. So, und dann fangen wir an, hier wieder lustige Treppen zu bauen. Zack und zack. Der Block kommt wieder weg. Den Block muss ich. Nee, das geht sogar. Das geht sogar. Okay. Gerade noch mal Glück gehabt, würde ich sagen. So, dann kommt der hier hin, der dahin. Tuck, tuck, tuck. Und hier dann einen rüber und darüber. Also ist hier wieder einer. Bam. Nein. So, hier ist so einer. Dann da und da. Und
Das war Blödsinn. Weil der dann quasi so hin muss. So, hier sind wieder die lustigen Treppen. Fluff, fluff, fluff. Wirklich? Also eigentlich. Wie habe ich denn den Blödsinn da gemacht? Habe ich 1, 2, 3. Also ich habe hier die Stufen und dann zack, zack und da eine. Okay, 3 auf dem gleichen Niveau. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Das sieht ja alles total blödsinnig aus. So. Also die sind auf dem gleichen Niveau. Die beiden auch. Dann habe ich hier quasi zack. Da noch normal. Und dann sind wir auch hier schon wieder auf dem Niveau angekommen, auf dem dann die nächste Ebene sein soll. Und für die nächste Ebene würde ich sagen, machen wir hier, wobei das ja schon die 3 ist. Also, so ist es nicht. Ich meine, selbst wenn ich jetzt hier bin, sind wir 1, 2, 3. Ja, aber da drauf kommt dann die Decke. Okay. Gut, das heißt, bam, 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 bam. Und hier sind wir dann auf dem Niveau. Da noch nicht. Da kommt noch ein regulärer Block rein. So. Aber hier sind wir dann auf dem Niveau, wo der Spaß dann bleiben soll. Also bin ich hier quasi einen weiter nach oben gegangen, oder wie? Also hier ist der. 1, 2, 3, nein. Zack, zack. Loch in der Decke, dachte ich mir. Das ist jetzt aber ätzend. So, was mache ich denn da jetzt? Ha, ich weiß, was ich da mache. Das müsste ja jetzt gehen. Fluff, fluff. So. Fluff, fluff ist, sind die beiden. Genau. Das heißt, da und da. Dann mache ich hier Fluff und Fluff. So, genau, so wollte ich das. Geht's hier nochmal hoch? Habe ich den da auch? Ja, da habe ich auch einen Zweier. Dann geht da einer und da einer. Das habe ich hier auch. Und dann bin ich da aber schon auf dem Niveau, auf dem ich bleiben möchte. Wobei ich hier da auf einem Niveau zu niedrig bin. Das heißt, ich will da wirklich noch einen hoch. Genau. Warum ist das so? Weil ich hier wahrscheinlich einen zu spät anfange. Hier fange ich ja einen quasi früher an, weil ich hier ja auf dem hohen Niveau bin und da unten bin ich noch auf dem niedrigen Niveau. Das heißt, wenn ich hier schon, das ist doch auf der Höhe, oder? Ja, ist ja gut. Das ist auf der Höhe. Zack. Da geht die erste Erhöhung auf der Höhe. Tam, 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 tam. Das ist die erste Erhöhung, genau. Gut, das bedeutet natürlich, da hinten ist schon wieder fertiger Weizen, das ist eine tolle Sache. So. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt bei der Erhöhung bin,
So, fluff, 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 fluff und fluff. So, fluff, fluff, fluff. Zack. Oh, habe ich noch Holz? Nein, Holz habe ich keines mehr. Vielleicht habe ich noch im Keller irgendwo Holz. Sollte ich eigentlich. Ansonsten muss ich demnächst mal wieder auf die Holzjagd gehen, was mit den Monstern echt lustig werden könnte. Holz. Oh, ich habe kein Holz mehr. Na, das wird schön werden. So, ich schiele auf die Uhr. Wir haben schon wieder eine Stunde überschritten. Das heißt, ich schau mal an, was mit dem Ding im Inventar passiert. Klack. Unknown Item. Das existiert einfach vor sich hin. Nicht weiter wild. Dann gehen wir doch mal unsere Lebensmittel holen. Sammeln. So, 3. Tolle Sache. Gehen wieder in die Küche und packen da ein paar Äpfel ein, die wir dann gleich für Knuspern, wobei wir das auch erst in der nächsten Folge machen können. Ich bedanke mich jedenfalls für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Aufnahmesitzung wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.